Servus zusammen, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Transport Fever und heute schauen wir uns mal das niegelnagelneue Betriebswerk etwas aus der Nähe an. Zeitraffer habe ich leider keine am Start heute, also ich habe das überhaupt nicht dokumentiert, das ist halt jetzt über einen längeren Zeitraum entstanden und ich habe immer mal wieder dran rumgeschraubt und habe dabei halt einfach versäumt, das Ganze irgendwie zu dokumentieren. Deswegen schauen wir uns das jetzt einfach so etwas im Detail an und ich versuche das mal einigermaßen nachvollziehbar alles zu erklären, was ich da gemacht habe. So, das Gelände ist auch ein Stück weit größer geworden als eigentlich geplant und ich war auch da, das war wieder so ein Ding, da war ich lange Zeit total unzufrieden und dachte mir, diesmal kann ich es aber echt nochmal abreißen und komplett neu bauen, aber jetzt, wo die ganze Detailsetzung auch schon über die Bühne gegangen ist, weitestgehend zumindest, also hier, man sieht schon ganz gut, die Halle ist noch unberührt sozusagen, nur Texturen aufgetragen, aber hier draußen überall, glaube ich, denke ich, finde ich, kann sich da schon sehen lassen. Schauen wir uns ein bisschen um. Nehmen wir es vielleicht erstmal komplett in die Totale oder, ja, wir schauen uns das ganze Gelände hier nochmal an. Also, zur Orientierung. Hier ist das erste Betriebswerk entstanden. Ne? Also für die Dampflokomotiven habe ich ja auch nochmal so ein bisschen überarbeitet hier mit der Mod zu Mod, also mit diesen ganzen Assets hier für die Dampflokbetriebswerke. Das kam ja dann erst vor relativ kurzer Zeit raus, deswegen habe ich das halt nachträglich noch eingebaut oder zumindest versucht, das einigermaßen gut über die Bühne zu bekommen. Bin aber nicht hundertprozentig zufrieden damit, also ich denke mal, um es wirklich realistisch darzustellen mit korrekten Betriebswerkabläufen, wie das halt so üblich war in der Dampfära, da müsste ich wirklich das halbe Gelände nochmal abreißen und das ist mir ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Arbeit. Vor allem sind ja hier auch schon jede Menge Rangierlinien drauf, ihr seht ja, da fährt einiges durch die Gegend. Und das jetzt nochmal komplett zu überarbeiten, da müsste ich halt, wie gesagt, echt ganz viel nochmal abreißen und komplett neu bauen. Deswegen muss das jetzt einfach an der Stelle gut genug sein. So, hier ist eher so der Bereich für die Personenwägen entstanden. Hier drüben bei diesem kleinen Güterbahnhof habe ich jetzt hier auch nochmal so einen Kran eingebaut, der ja eigentlich zu dem Dampflokomotivenbetriebswerk Assets gehört. Also der ist halt für die Kohleverladung eigentlich gedacht, aber ich dachte mir, der passt hier eigentlich auch ganz nett rein. So, aber darum geht es ja nicht. Wir schwingen uns zum Betriebswerk. Und ich schnappe mir jetzt auch gerade mal hier irgend so ein Straßentool, dann leuchten die ganzen Sachen nicht die ganze Zeit auf. Okay, also. Ich habe zwei Lokschuppen platziert. Und die halt hier so in einem eher unüblichen Winkel angeordnet, wie ich finde. Aber unterm Strich ist das Gesamtbild dann doch ganz gut geworden. Schauen wir uns mal diesen Bereich hier an. Und ich habe auch versucht, das Ganze so ein bisschen zugemüllt aussehen zu lassen. Also das heißt, ich habe hier immer zwischendrin immer mal wieder so Paletten mit reingemixt, Fässer mit reingewichst. Habe auch mit den Gräsern gearbeitet hier, allerdings halt deutlich reduzierter als jetzt beispielsweise irgendwie bei so einer Bergstrecke oder so. Aber ein bisschen Bewucherung, Bewuchs muss hier ja schon sein. Also das ist ja jetzt nicht so, Betriebswerke sind ja jetzt nicht unbedingt klinisch rein, sondern schon auch so ein bisschen zugemüllt, zugewuchert. Und ich denke mal, damit habe ich das eigentlich ganz gut getroffen. Viele Assets habe ich, das kann ich vielleicht kurz zeigen, habe ich aus Smerks Asset Fabrik raus. Wenn ihr die dabei habt, dann ist der ganze Kram hier einsortiert. Und unter Baustellen Deko, wo ist es denn? Oder Industrie Deko. Okay, hier sind natürlich auch viele brauchbare Assets für so ein Betriebswerk drin, ne? Aber für die kleine Dekoarbeit, hier haben wir Smerk Baustelle und da sind halt wirklich brauchbare Sachen dabei. Da sind halt zum Beispiel diese Paletten mit drin, die man hier gut mit reinschmeißen kann. Oder auch diese kleinen, wo waren sie denn, die Stapel, gestapelte Bretter sozusagen. Das hier finde ich auch ganz passend. Kann man auch vielfältig verwenden, genauso wie diese Kisten. Naja, und diese ganzen kleinen Details eben in Kombination hier auch mit dem Bewuchs, wie hier zum Beispiel schön zu sehen. So, weg damit. Das ergibt halt schon ein ganz stimmiges Gesamtbild. Natürlich abgerundet durch Personenassets, die ich hier schon hingeparkt habe. Dann diese Maintenance-Plattform hier habe ich reingezogen. Und natürlich jede Menge Lokomotiven geparkt. Und das Ganze noch einigermaßen abgerundet durch Rangierlinien. Das heißt, hier fahren einfach Lokomotiven schön langsam hin und her. Ich glaube sogar, dass ich hier überall 20 oder maximal 30 km/h Gleise verbaut habe. Können wir gerade mal nachschauen. Ja, man sieht also eine Mischung aus 20 und 30 km/h. Rangiergeschwindigkeit sind ja maximal 25. Deswegen ist das, denke ich, ein ganz guter Wert für so Betriebswerk-Gebastel.
So, dann hier drüben habe ich nochmal Zug abgestellt, beziehungsweise einfach Personenwägen. Die werden halt hier irgendwie aufbereitet oder was auch immer. Mit einem schönen langen Laufsteg hier versehen. Dann diverse Werkstätten, jede Menge natürlich LKWs geparkt, eine Dieseltankstelle mal reingemixt, da fährt die Ludmilla immerhin und tankt sich voll und voller. Hier habe ich den Henschel-Wegmann-Zug mal hingeparkt. Den hatte ich auch ganz am Anfang schon installiert, aber habe den komischerweise nie benutzt. Einfach nie dran gedacht oder so. Und irgendwie hat mir das dann neulich mal in die Kommentare geschrieben, dass der doch auch ganz gut passen würde und gesagt, getan. Hier steht er nun und auf irgendeiner Linie verkehrt der auch schon. Und ich glaube, also ich habe für gleich dann im Anschluss auch noch ein paar Kameratool-Aufnahmen vorbereitet. Da meine ich, fährt der auch mal durchs Bild. War auf jeden Fall eine coole Idee. Vielen Dank dafür. Dann das hier ist ja zum Beispiel so ganz normale Cargo, also ganz normale Ladung, die man auch auf den Zügen sieht, wenn man halt funktionierende Güterlinien hat. Und das sind eben diese Werkzeugkisten, die passen natürlich auch super zu einem Betriebswerk, finde ich. Ne, genauso wie das hier, das ist ja auch irgendwie so eine Art Werkzeug- oder Ersatzteillieferung, soll das wohl darstellen, passt auch gut zum Thema. Genauso wie Fässer und Holzkisten kann man auch ganz gut reinmixen, finde ich. Ein Höllenlärm ist hier. So, natürlich auch ein paar kleinere Stellwerke eingebaut. Hier so ein ganz altes, dann hier drüben so ein bisschen moderneres Blockstellwerk. Alles ein bisschen durcheinander gemixt. Hier so ein administratives Gebäude. Noch mehr Werkstätten. Dann hier drüben habe ich so eine ganz kleine Müllsammelstelle, wo ein bisschen Mülltrennung vollzogen wird. Diverse Tanks mit reingemischt. Und hier drüben eben genau dasselbe Spiel. Paletten reingeschmissen, alles so ein bisschen zuwuchern lassen, Fernsprechhäuschen und auch mal ein paar Rohre reingezogen, finde ich. Ja, das hat jetzt nicht wirklich einen Sinn, aber es passt ganz gut rein, wie ich finde. Gerade hier bei der Dieseltankstelle ist das schon in Ordnung. So, hier ist die ganze Flotte geparkt. Was haben wir hier alles? Baureihe 140 oder sowas um den Dreh müsste das sein. 150 sogar. Und hier ist die 140er. Da drüben die 103er abgestellt. Schön sehen sie aus, wenn sie hier so schön glänzend fabrikneu aufgereiht sind. So, dann hier drüben habe ich einfach mal diese kleine Waschanlage reingezogen. Genauso wie hier drüben. Und auch da, ob der Standort jetzt so wahnsinnig viel Sinn macht, aber ich denke mal, das passt schon. Und wie gesagt, das Gesamtbild, darum geht es mir ja immer und das stimmt halt jetzt wirklich. Finde ich jetzt, wo die ganze Detailarbeit größtenteils über die Bühne gegangen ist, wo die Texturen aufgetragen sind, ist da schon alles ganz in Ordnung so. Dann hier drüben habe ich mal die Schiebebühne eingebaut. Da habe ich nur so ein bisschen das Dilemma, hier hinten kann ich halt keine Loks mehr hinparken. Da müsste ich jetzt massiv umbauen und hier noch ein Depot ranziehen, dann könnte ich mir das irgendwie hinfummeln. Aber dann wüsste ich auch nicht, wie ich auf dem kleinen Bereich noch Rangierlinien anlegen kann, damit ich die Loks halt einparken kann, weil ich muss die ja auf irgendeine Linie schicken, sonst fahren die halt nicht aus dem Depot raus. Deswegen, ich denke mal, ich werde es einfach so lassen. Und ich habe dann stattdessen diese Diesel-Loks hier drauf geparkt, die sind, glaube ich, aus der Mod-Werkstatt. Ne, die sind sogar ganz sicher aus der Mod-Werkstatt. Und das ist ja wirklich auch eine schöne Geschichte. Die kann man einfach auf die Gleise snappen. Hat hier verschiedene Varianten und Lackierungen zur Auswahl. Ne? Dann kann man die einfach hier draufstellen und muss da nicht mühsam rumfummeln und die überall einparken. So, Schiebebühne. Ja, fügt sich auch sehr gut ein. Ist auch generell gesprochen ein wunderbares Asset, finde ich. Werde ich auf jeden Fall auch auf der nächsten Karte verwenden. Mehrmals wahrscheinlich. Und das Ganze dann noch abgeschlossen mit hier diesen kleinen Werkstätten. Erschien mir ganz passend. Genau, das ist quasi der Eingangsbereich. Ich werde natürlich noch einen LKW hier auf die Reise schicken, irgendwie über Güterhaltestellen, damit hier auch noch ein bisschen Straßenverkehr herrscht. Ein, zwei Besuchermagneten werde ich noch reinschmeißen, damit hier auch ab und zu mal ein paar Leute hinfahren und laufen. Hier sind halt einfach die Besucherparkplätze, ne? Die habe ich gebastelt mit, das ist alles in Joe Freeds Modbox enthalten. Muss ich kurz suchen. Falsches Menü. Und dann bei den Gleisassets haben wir die hier alle irgendwo einsortiert. Genau, bei den Straßenmarkierungen, da kann man dann ohne Straße wählen. Dann stellt man hier die Markierungsart auf weiß, hat dann verschiedene Typen und da ist halt dann unter anderem sind auch einfach so ganz simple Striche dabei. Kann man dann in der Länge variieren und so weiter und so fort. Und so habe ich mir halt dann einfach hier diese Parkflächen geschaffen. Ist auch nochmal ein nettes Detail, finde ich. So, dann sind wir eigentlich auch schon durch, denke ich. Ich nehme das Ganze nochmal hier so in die Totale isoliert betrachtet, ist das jetzt eben der Neuzugang. Dieses ganze Gelände habe ich mir jetzt in den letzten Stunden einfach vorgenommen
und angepinselt, ausdekoriert, ausgearbeitet, Rangierlinien rausgepackt. Ihr seht ja, hier fährt einfach die ganze Zeit immer ein bisschen was hin und her. Und außen, also außenrum dann halt abschließend einfach noch diesen Industriezaun gezogen, um das Ganze noch quasi abzurunden. Und ich denke mal, so kann man das schon stehen lassen. Dann würde ich sagen, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch wieder ein wenig gefallen. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschalten würdet. Und ihr bekommt jetzt noch abschließend ein paar Bilder mit dem Kameratool. Dabei viel Spaß, bis zum nächsten Mal.